Wenn ich rundherum schaue, da im Kibun Park auf all die leeren Sitze, dann ist es etwa gleich jetzt, wie wenn wir spielen. Also absolut unvorstellbar. Also im letzten Jahr sind wir buchstäblich durchgeschüttelt worden. Sportlicher Höhenflug, wirtschaftliche Stabilität, leeres Stadion. Schwierige Situation, aber wir tun alles dafür, dass wir aus dieser rauskommen und wir werden es arbeiten. Die Solidarität von weiten Kreisen ist enorm und berührt uns richtig. Und da spielt natürlich KB eine ganz wichtige Rolle. Mitten in der Pandemie haben wir den Vertrag mit unserem Hauptsponsor verlängern. Das hilft uns und wird sich auch langfristig positiv auswirken. Jazz Tag gehört ins Tagebuch. Die Leute rechnen mit dem Jazz Tag. Die Leute wissen, wenn Jazz Tag stattfindet. Und wir haben es leider nach 30 Jahren Tradition letztes Jahr das erste Mal müssen unterbrechen. Dank super Partnerschaften, die wir eingehen dürfen, unter anderem mit der Kantonalbank als Hauptsponsor, haben wir sowohl letztes Jahr wie auch für die Zukunft eine wahnsinnig gute Absicherung. Und das gibt uns Mut und Zuversicht, wieder zu veranstalten, sobald es möglich ist. Wie sie wieder Töne durch die Gassen schwingen, sich die Gassen wieder füllen mit Leuten, da freuen wir uns extrem drauf. Im letzten Jahr haben wir über 5 Monate zu haben. Das ist natürlich in der Geschichte des Zoo noch nie passiert. Der Zoo war leer. Das heisst, es sind keine Einnahmen reingekommen und die Ausgaben waren aber natürlich hoch. Unsere Tiere brauchen die Pflege und dementsprechend ist eigentlich der Personaleinsatz mehr oder weniger gleich geblieben, vor allem mit der Tierpflege. Und dementsprechend haben wir schon am Anfang mal müssen uns sammeln und überlegen, wie wir die schwierige Zeit werden überstehen. Und ich glaube, da ist wichtig zu erwähnen, dass die St. Galler Kantonalbank von Anfang an zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Hilfe braucht, wir sind für euch da. Und es war schön, den Partner auch in schwierigen Zeiten, nicht nur in schönen Zeiten, zu spüren und zu wissen, dass die Unterstützung da ist.